Ja, ich spiele noch ein Jahr weiter beim SV Babelsberg und werde danach dann für 2 Jahre in die Co-Trainer-Rolle beim SV Babelsberg mit eingehen. Also Respekt, Respekt, ihr wart ein großartiger Finalpartner, aber das hilft dir heute nicht ganz so viel, ne? Leider nicht. Leider stehen wir wieder wie so oft oder fast wie immer mit leeren Händen da und ist natürlich jetzt erstmal eine riesen Enttäuschung. Trotz der tollen Party ringsrum hier, ne? Ja, erstmal auch auf dem Weg Glückwunsch an Energie Cottbus. Verdienter Aufstieg in die dritte Liga. Der Verein gehört dahin. Ich glaube, haben sich mehr als verdient. Und doch heute waren sie wieder sehr, sehr effektiv und haben dann am Ende damit dann auch verdient wieder gewonnen. Mhm. Wir wollen aber auch nochmal herzlich gratulieren zu dem, was in der vorigen Woche passiert ist. Wir sind auch ein Stück weit stolz, weil du ja eine Energievergangenheit hast. Und da wird einer Schütze des Tor des Monats in der ARD. War das für dich eigentlich überraschend? Ja, nachdem ich das Tor geschossen habe, vielleicht nicht mehr ganz so, weil der doch ein schönes Tor war. Und ich habe mich natürlich auch sehr darüber gefreut, als die Verkündung war, dass ich das Tor des Monats geschossen habe. Aber das Tor an sich war schon überraschend für mich, ja. Machst du weiter noch in der nächsten Saison auch? Ja, ich spiele noch ein Jahr weiter beim SV Babelsberg und werde danach dann für 2 Jahre in die Co-Trainer-Rolle beim SV Babelsberg mit eingehen. Also habe jetzt meinen Vertrag noch verlängert um 3 Jahre. Ein Jahr Fußball, 2 Jahre Co-Trainer und jetzt nächstes Jahr nochmal richtig Gas geben und dann reicht es aber auch. Schön. Es war schön, immer mit dir, dich hier aktiv zu sehen und auf ein neues. Wir werden euch verlassen, gehen in die Liga höher, aber ich glaube, mit allem Respekt, den du gerade ausgedrückt hast, ist das auch sehr in Ordnung. Ne? Absolut. Ich hoffe uns, dass wir vielleicht unsere Pokale mal wiedersehen, aber in der Liga hoffe ich erstmal, dass wir uns denn nicht mehr über den Weg laufen. Dir alles Gute, dem SV Babelsberg natürlich auch. Dankeschön.